So, meine Freunde, es geht ja weiter hier im Let's Play. Zurück in die Zukunft, das Spiel und jetzt wieder rausgerannt. Warum auch immer. Oder vielleicht einfach mal anquatschen, wir wollen gar nicht hinterher. Weiß ich gar nicht mehr. Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Ah, richtig. Was haben wir? Nein, das stimmt nicht. Komm wieder zurück. Komm schon, warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Wir müssen ihn. Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, denn... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Information herhaben, Mister, aber Sie sind falsch, falsch, falsch. Total unkompliziert, natürlich. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Verdammt. Ist wieder abgehauen. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss da nicht mehr rein. Okay. Da ist er schon wieder. Gib mir doch ein. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich! Wow! Sind jetzt überzeugt. Du kannst mir vertrauen, Doc. Emmett, ich kümmere mich nur um deine Zukunft. In vielerlei Hinsicht. Wovon sprechen Sie? Von dir und der Wissenschaft. Na, nicht schon wieder. Wenn Sie mir noch einmal unterstellen, ein Wissenschaftler zu sein, verklage ich Sie wegen Rufmords. Weit auf den Zack. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Papst manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Rede der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Paps um. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Papst, ich meine Richter Brown, auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das. Es geht um deine... Sagen Sie es nicht. Hasse mal Beschleunigung. Also nicht. Ich muss ihn davon irgendwie überzeugen, aber was? Notizbuch, Foto, vielleicht mit dem Notizbuch. Docs Notizbuch gehört ihm nicht. Okay, doch. Eigentlich gehört es ihm schon, nur jetzt noch nicht. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, ihm ein Buch mit all den Dingen zu geben, die er noch nicht erfunden hat. Ja gut, dann zeigst du ihm nur die Seite mit dem Raketenbohrer. Kann ja nicht so schwer sein.
Naja, gut. Vielleicht doch, doch. Vielleicht ihn vorgaukeln. Mal gucken. Das ausprobieren. Nein! Sauhund. Halt ihn jetzt einfach alles unter die Nase. Denkt nach, Emmet. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Aha. Aha. Jetzt gehen wir mal zum Doc. Der kann das sicher entschlüsseln. Aha. Naja, ich erinnere mich. Irgendwas war auch da. Genau. Okay, Doc. Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Nach Emmet, H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das ich? Ich klinge so? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hinein... Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Okay, habe ich nicht verstanden. Ja, habt ihr gehört? Nur einfach geht das. Wir haben ihm mit seinem Problem schon teilweise geholfen. Gut, jetzt müssen wir nur noch auf Emmet warten. Jetzt sicherlich gleich irgendwo raus... Ah, ne, der ist da gerade weg. Okay. Dr. Emmet Brown? So, nochmal mit ihm quatschen. Okay. Vielleicht ist H. der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H. der... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H. der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Haha, das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Nun ja, es ist so. Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche ihn jetzt. Okay, wir sollten das betonen auf wirklich, wirklich. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich, natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil... Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennant. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Die Vorladung ist für meinen Großvater? Es ist Kit Tennant! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte?
Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennant kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ich rede schon mit Marv. Oh, Edna. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen... Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig. Und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Aber mit dem Megafon durch die Gegend brüllen. Ja, das sind die richtigen. So. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen, betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose, betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gute. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Sie könnten sich in der illegalen Bar treffen, die letzten Mittwoch explodiert ist. Na, das wäre doch Ironie des Schicksals. Aber ich fürchte, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Altersheim. Das Altersheim. Die lieben Alten. Suppe ist eine der wenigen Freuden, die ihnen bleibt. Okay, Edna, denk einfach an all die armen Seelen und halte die Luft an. Mr. Donnelly? Sie verschwindet. Okay. Schauen, was man das gebracht hat. Ich weiß es nicht. Sorry, Boss. Ups. Raus hier. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem?
Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist? Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Natürlich nicht. Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Ist das nicht Arthur McFly's Hut, den Sie da haben? Es war McFly's Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Da sag ich nicht nein. So, die Pause ist vorbei. An die Arbeit. Ein paar Erdnüsse abgegriffen. Sie werden wohl nicht über Ihre Geschäfte sprechen. Warum nicht? Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin seit kurzem Mehrheitsbeteiligter der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Ist eine Suppenküche nicht ein seltsamer Geschäftszweig für jemanden wie Sie? Ich mag Suppe. Außerdem habe ich ein sehr großes Herz. Kurz etwas fester. Ich will mich darin spiegeln können. Hey, ich vertrete die Vereinten Stiftungen von Hill Valley. Können Sie mir nicht die Berechtigung geben, Suppe aus Ihrer Einrichtung an sehr bedürftige... Ah, die Strickland hat das Wohltätigkeitsgeschäft ziemlich im Griff. Es gäbe keinen Grund, ihr Konkurrenz zu machen. Ach, schade. Warum darf sich der Finger vom Fuselverband nicht im Keller Ihrer Suppenküche treffen? Wir haben andere Pläne für den Keller und es hat nicht unbedingt mit nüchtern bleiben zu tun. Edna Strickland denkt, dass es in ihrer Suppenküche nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Alte geht mir auf die Nerven, aber schöne Beine hat sie. Wegen Arthur McFly. Ja. Noch eine Sache, wegen des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Kann ich Ihnen den abkaufen? Könntest du einfach deine Arbeit machen, kleiner Schuhputzer? Ich behalte meine Erdnussschale. Na gut. Schon gut. Naja, geht noch nicht. Und? Ist das glänzend genug? Ja, das reicht. Aber bleib in der Nähe, das bleibt nicht so. Warte mal, hab ich dich nicht im Gefängnis mit dieser Ratte Carl Sagan reden gesehen? Ich hoffe, du hattest nicht vor, ihn da rauszuholen, denn ich habe andere Pläne. Aha. Scheint... Unterhalte Trixie. Alles. Und? Nee. Also, ich kann ja gar nicht normal lang. Ich anscheinend habe jetzt ein paar Erdnüsse, ne? Nee, doch nicht. Hä? Ich brauche nichts aus dem Laden und ich habe auch kein Geld. Schade. Gut, also zu ihm können wir schon mal nicht mehr. Reden wir vielleicht nochmal mit Emmett. Was ist mit Kit Tennen? Was wissen wir bei ihm? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tennen. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal? Was hat das Gesetz mit Wissenschaft zu tun? Wissenschaft hat ihre eigenen Gesetze. Gerade Sie sollten das wissen.
Natürlich. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Aber könntest du den Motor nicht so optimieren, dass er mit etwas anderem läuft? Womit denn? Weiß nicht. Benzin? Benzin. Schnee von gestern. Sie werden sehen, ab 1940 werden Autos mit purem Alkohol betrieben. Natürlich. Wer es glaubt. Diese Vorladung ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen? Kurz einmal in der Suppenküche, aber ich glaube, er hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Na gut. Wir stellen diese Vorladung zu. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone. Ja. Richtig. So, müssen wir aber irgendwie noch Arthur finden. Der muss ja hier irgendwo... Der muss ja irgendwo sein Büro haben, ne? Der gute Biff. Tür der Absteige. Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Okay, vielleicht hier. Versaut es heute Abend nicht, klar? Ich will nicht noch ein Shingle Springs Fiasko. Alles unter Kontrolle, Boss. Ich höre. Mein Fehler. Nee, geht nicht. Ich kann dir nicht zu nahe kommen, okay. Weiter mal in die Suppenküche. Gibt ja nicht so viele Orte, wo wir hin können. Was macht er denn hier? Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe, Suppe? Nun, das ist die normale Suppe. Das ist die spezielle Suppe. Richtig. Okay, der Alkohol. Spezialsuppe. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu, das hier ist nicht das Ritz. Und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach. Okay, okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ach, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Aha. Was ist mit denen hier? Was ist damit? Welche Suppe ist da drin? Das ist nicht, das ist Spezialsuppe. Warum ist sie so speziell? Die ist, für Erwachsene, Kleiner. Eine Suppe für Erwachsene? Genau. Warte nur, wohin dich die Neugier bringt. Entschuldigung. Sprichst du mit mir? Nein. Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist deine Suppenküche. Was glaubst du also? Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Erdnüssen? Salz? Salz? Schmeckt es dir etwa nicht? Zu fad? Ich hab doch nicht zu viel Pfeffer reingemacht, oder? Ich denke nur, sie könnte etwas Salz vertragen. Über Geschmack lässt sich eben streiten.
Ich spreche lieber nicht mit... Okay. Debriefing, Emmett. Besprechung? Hör mir nur einen Moment zu. In Ordnung. Ich glaube, ich weiß, in welchem Fässern der Fusel ist. Und worauf wartest du noch? Er wird mir nicht einfach so ein Fass geben. Natürlich. Nun, du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Also überlasse ich es dir, diesen Trottel dazu zu bringen, seinen Schwarzgebrannten herauszurücken. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Schauen. Komm ich denn die Tür ran? Mal schauen. Muss ja irgendwie außen rum gehen können. Strickland, möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Ich richte dem Boss Ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Doch erstmal ein Schnitt. Bis zum nächsten Part.